Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Surge. Ja, wir sind immer noch unterwegs hier am Anfang, haben nicht wirklich eine Idee, was hier passiert ist. Denn wenn das immer noch unser erster Arbeitstag ist, Mann, ist der scheiße. So, jetzt genau umgucken. Wir haben ja dieses akustische Signal erstmal rausgemacht, weil es halt auch deutlich nervig ist. Verdammt, warum hörst du nie zu? Du musst deinen Exokern aufmöbeln oder ersetzen, sonst kommst du nicht durch diese Tür. Wenn du weiter versuchst, sie zu überladen ohne die richtige Power dahinter, hast du sofort den Werkschutz am Arsch. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt geschnappt zu werden. Die Implantate da drin sind Tausende wert. Das ist unser goldenes Ticket, Mann. Wir kommen hier raus. Versau's nicht. Okay. So, nochmal hier ganz genau gucken. Da ist nämlich noch was. Wie gesagt, diesen Anfang hier, den kenne ich schon. So. Der Typ steht uns im Weg. Deswegen mähen wir den jetzt mal weg. Und immer gucken, dass wir nicht getroffen werden. Sollten wir sterben, verlieren wir alles Altmetall, was wir lose bei uns tragen. Es gibt natürlich auch so Altmetall-Bruchstücke. Ne? Quasi das Pendant zu den Heldenseelen und sowas. Und da haben wir den Energiekern. Ein Atlas-Energiekern. Sehr nice. Die können wir aufbrechen und dann bekommen wir auch einen Haufen Altmetall daraus. Und hier seht ihr schon, was wir auch noch machen müssen. Denn wir haben ja auch ein Level und manche Türen, die funktionieren erst ab ein bestimmtes Level. Ne? Wenn wir jetzt hier rangehen, kriegen wir einfach nur einen Schlag ab und das war's dann. Ende Banane. Das heißt, wir kommen auch nicht durch diese Tür. Was wir aber machen können, ist uns mal um den Typen da kümmern, den ich jetzt gerade mal so sehe. Nicht leichtsinnig werden. Auch die ersten Gegner kriegen uns ganz schnell tot. Ja, wie gesagt, wir verlieren das ganze Altmetall. Spawnen dann wieder an der Medibay. Und alle Gegner sind wieder da. Dasselbe passiert übrigens auch, wenn wir an die Medibay gehen, um Sachen zu upgraden. Das heißt, ja, wie man es halt aus anderen Souls-like-Games kennt, ne? So, dann ab zurück zur Medibay. Und da das machen, wofür wir hier sind. Sag mal, geht's nicht hier noch rein? Nee, da geht's nicht rein. Ja, ist auch nix. Ich dachte, dass da vielleicht wieder was versteckt wäre. Wie gesagt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare wegen den Akustiksensor, ob euch das nervt. Also, willkommen, bei mir ist es so... Warren. Danke. Bei mir ist es so 50-50. Mich nervt das schon relativ krass. Aber ist halt nützlich ohne Ende, ne? So, jetzt wollen wir mal. Störung behoben. Energiekern wurde erkannt. System wird neu gestartet. Kernstufe. Ops. An der Medibay kannst du dein gesammeltes Altmetall lagern. Das heißt, wir können es auch da lassen, also safen. Wenn du insgesamt genug Altmetall hast, gelagert und gesammelt, kannst du die Kernleistung deines Exos verbessern. Alle angelegten Ausrüstungsteile, also wenn wir irgendwas, Schulterpanzerung oder sonst was ranmachen, und Implantate, ne, dieses Akustiksensor, der verbraucht halt nichts, aber diese Implantate verbrauchen einen Teil deiner Kernleistung. Und hier seht ihr das schon, der medizinische Monitor und so eine Sachen, den packen wir uns jetzt mal da nach drüben. Der verbraucht zum Beispiel keine Kernleistung und zeigt halt, wie ich gesagt habe, den Gesundheitszustand von Gegnern an. Das ist auch ganz nützlich, das Ding. So, der andere, den wir haben, verbraucht eine Kernleistung von 3. Unten, ich erkläre das jetzt mal, unten links haben wir den Altmetall, was wir halt hier gelagert haben. Das können wir jetzt mal alles hier lagern. Ne, im Ops heißt quasi im Operator System, also hier drinnen gelagert, nicht mehr on Tash. Daneben haben wir unsere Kernleistung, die beträgt zurzeit 10, also Stufe 10 quasi. Und 3 davon werden schon
genutzt allein durch unseren Vitalin... nicht schon wieder. Unseren Vital-Injektor. So. Daneben haben wir dann Leben haben wir 100, Ausdauer 85, Energie 48. Die wird uns jetzt angezeigt, sobald wir hier quasi unseren Energiekern haben und so. Unsere Verteidigung und unseren momentanen Schaden. Dann haben wir hier noch, ja, unseren Exo-Rig. Da wird es wahrscheinlich anscheinend andere noch geben. Normalerweise sieht er so aus. Vorbesteller erhalten den, glaube ich, in Gelb. Ist aber nur farblich quasi anders. So. Dann gehen wir wieder hier rüber. Wir können also noch ein paar Implantate anbringen. Hier haben wir zum Beispiel Gesundheit wiederhergestellt, 10% regeneriert Leben, wenn Finisher-Sequenzen ausgeführt werden. Finisher-Sequenzen lernen wir gleich kennen. Sieht richtig nice aus. Mechanisches Gegengewicht, Verbrauch der Kernleistung 0. Wuchtschaden plus 5, Schnittschaden plus 5, Stichschaden plus... Stichfaden, okay. Plus 5, Energieverbrauch 12. Verleiht Waffen physischen Bonusschaden. Finde ich sehr nice. Ich weiß nicht, ob es ein Vorbesteller extra ist. Aber nehmen wir auf jeden Fall rein. Und dann haben wir hier noch unseren Vital Boost. Der gibt uns 10 Leben. Verbraucht dafür 2 Kernleistungen. Könnt ihr jetzt unten sehen, wenn ich es auswähle. Gehen wir auf 5 hoch. Ne? Haben wir schon die Hälfte unserer Kernleistung verbraucht. Und wir haben noch nicht mal irgendwas dran. Deswegen können wir hier die Kernleistung erhöhen. Ne? Und dann haben wir 11. Was können wir nochmal machen? Dann haben wir 12 Kernleistungen und so weiter und so fort. Verbindung mit der Datenbank wiederhergestellt. Datenbank wird überprüft. Ausrüstungskupon registriert. Nice. So, und hier können wir unseren Ausrüstungskupon einlösen. Ausrüstungskupon eingelöst. Und bekommen da ein Schema für Lynx Beinmodule und ein Schema für Lynx Armmodule. Außerdem bekommen wir, glaube ich, auch jeweils 2. Und hier haben wir eine Montageeinheit. Hier können wir die Sachen quasi herstellen. Ne? Herstellung. Neue Ausrüstungsteile können mit Hilfe von Schemata hergestellt werden. Halte hierfür A gedrückt, wenn alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind. Mit dem rechten Knüppel kannst du die Modellstufe ändern, die du herstellen möchtest. Cool. Ne? Geänderte Modellstufe, seht ihr schon, brauchen wir deutlich mehr Altmetall. Hat aber dann mehr Verteidigung und so weiter und so fort. Und wir können auch Sachen aufwerten. Die Montageeinheit zerlegt deine verwertbaren Materialien in Herstellungskomponenten. Du kannst hier auch dein Altmetall lagern im Operator-System. Verwende Altmetall und Herstellungskomponenten für die Herstellung und Aufwertung deiner Ausrüstung. Durch das Aufwerten der Ausrüstung erhöht sich die Mark-Version. Aufgewertete Waffen verursachen in Kämpfen höheren Schaden und eine aufgewertete Rüstung erhöht die Verteidigung. Cool. Und da seht ihr schon, da brauchen wir nicht nur Altmetall, sondern zum Beispiel hier eine Wolfram-Legierung Mark 1. Hier Kraftregulator Mark 2 und so weiter und so fort. Und umso höher wir das schrauben wollen, umso krasseren Shit brauchen wir. Dann brauchen wir pneumatische Helix Mark 4. Cool, cool, cool. So, wir können aber quasi nichts herstellen, obwohl wir hier zum Beispiel pneumatische Helix hätten wir genug, aber nicht genügend Altmetall. Momentan. So, und jetzt gehen wir hier mal ins Menü und jetzt, das ist so quasi die Erklärungsfolge. Hier haben wir die Waffen, die wir zurzeit besitzen. Da wird uns die Angriffskraft angezeigt, die Angriffsgeschwindigkeit, also im rechten Bild, ne? Haben wir links auch. Dann die Waffenfertigkeiten-Skalierung. Dazu gleich was. Dann den Energiegewinn. Ne? Also immer wenn wir angreifen, wie viel Energie wir bekommen. Energie, wie gesagt, wichtig zur Nutzung unserer Implantate. Ne? Ich sehe sie hier, Energieverbrauch. So und so viel. So, dann haben wir hier Kopfmodule. Es gibt Brustmodule, linker Arm, rechter Arm, linkes Bein und linkes... rechtes Bein und linkes Bein. Wir haben... wird schon angezeigt. Wir haben ja einmal Lynx bekommen. Lynx machen wir mal auf rechts. Ne, da haben wir am rechten Arm jetzt so einen Teil dran. Wir haben aber nicht mehr für den linken Arm noch was. Dann müssten wir uns selber herstellen. Dann würde ich sagen, Ausgleich und Gerechtigkeit ans linke Bein, dann das Linksbeinmodul. Ne, und da seht ihr schon, das verbraucht alles Kernleistung. Unten haben wir jetzt 9 von 12 schon verbraucht. Das heißt,
Wir müssen immer die Kernleistung anpassen und erhöhen, damit wir überhaupt Sachen tragen können. Weil wenn wir jetzt noch ein linkes Arm-Modul und ein rechtes Bein-Modul nehmen, dann sind wir ja schon quasi über die 12 drüber. Das ist nicht so gut. Ansonsten haben wir hier noch zerstörte Teile. Das sind Sachen, das kommt gleich noch ins Spiel. Dazu sage ich gleich noch was. Dann haben wir hier, wie gesagt, diese kleinen Schrotthaufen, die wir aufspalten können, wie diese Heldenseelen in Dark Souls. Und da bekommen wir dann Altmetall zum Upgraden. Ansonsten haben wir hier unseren Ausrüstungskupon, Atlas Energiekern, dann diese Chavez-Nachricht, die wir hatten, und das goldene Ticket. Ansonsten haben wir hier unser Profil und das ist ganz cool. Hier haben wir nämlich eine komplette Übersicht. Da haben wir wie viel Altmetall, bla bla, Leben, Ausdauer, Ausdauerverbrauch, beim Sprinten 80% Ausweichen, so und so viel, Energiegewinn, wie viel wir bekommen, Verlustrate und so weiter, Verteidigung, wie die sich zusammensetzt aus Wuchtschutz, Schnittschutz, Stichschutz, Elementarschutz, der Schaden, wie der sich zusammensetzt, dann unten Bonus für Ausrüstungsset und rechts, und das ist ganz interessant, geführte Waffen einhändig Level 1, Stab Level 1, zweihändig Level 1 und so weiter und so fort. Das ist quasi das, was wir hier drin hatten, wo unten steht Waffenfertigkeiten-Skalierung. Umso öfter wir eine einhändige Waffe nutzen, umso besser werden wir darin. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist ein Ding, was ich echt cool finde. Und jetzt seht ihr schon, unsere Freunde sind wieder da. Ist das nicht toll? Ja, Simi, das ist nicht toll. Zack. So. Ne, lohnt sich aber immer, mal ein paar wegzuhauen. Gerade am Anfang brauchen wir ja noch so viel Altmetall. Und wie gesagt, ich hätte das jetzt, diese... Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Ja, ich gebe 9 auf die. Ich weiß, war scheiße. Mir hat es trotzdem gefallen. Ne? Und nur damit ihr mal seht, wenn man hier greedy wird, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Und man ist schneller tot, als man auf seine Kollegen Acht geben kann. Na, aber zum Glück haben wir ja diesen Vital-Injektor. Ob der jetzt Vorbesteller extra ist, weiß ich nicht. Man kann den auf jeden Fall wohl auch im Spiel finden. So, und jetzt lernen wir was ganz Neues. Wollte gerade sagen, Kollege, stehst mal auf. Und zwar, Energie aufladen. Treffe deine Gegner, um Energie aufzuladen. Ne, jetzt haben wir diese neue Anzeige unter der grünen. Halte anschließend X gedrückt, um deinen Gegner den Gnadenstoß zu versetzen und Körperteile abzutrennen. Und das ist das Wichtige, denn wir können uns jetzt hier quasi Sachen zusammensammeln. Wir haben ja Lynx für den Arm, auch so ein Schema zum Herstellen. Wir haben Lynx auch fürs Bein so ein Schema zum Herstellen. Aber, und jetzt kommt's, wir haben zum Beispiel nichts für den Körper. Das heißt, wir könnten jetzt hier den Körper anvisieren und dann da loslegen. Oder wir könnten sagen, hey, die Waffe sieht interessant aus. Die würde ich doch gerne haben. So, ich würde sagen, wir gehen als erstes mal auf seine Waffe tatsächlich. Und ihr seht schon, da machen wir deutlich weniger Schaden. Aber das lohnt sich. Leute, das lohnt sich tatsächlich. So, und hier wird X angezeigt. Zack. Und tot ist er, der Pisser. Und da haben wir hier die Beute. S-Tier oder AST-Tier Spectrabyte. Lynx Arm-Modul. So. Und das Coole ist, bei den Waffen, wenn wir dir das erste Mal bekommen, dann können wir die direkt ausrüsten. Und das ist eine einseitig montierte Waffe. Das ist schon wieder was anderes. Einseitig montierte Waffen sind ultra langsam, so viel ich weiß. Machen aber deutlich mehr Schaden. Ist quasi das Pendant zur zweihändigen Waffe. Also von der Geschwindigkeit her, sage ich mal. So. Bei ihnen holen wir uns jetzt aber auch die Waffe, denn die Waffe ist wirklich gut. Das kann ich hier schon mal spoilern. Zack. Denn da haben wir den Vibro-Trennschneider.
Und den rüsten wir jetzt aus, denn das ist für mich am Anfang jetzt eine meiner absoluten Lieblingswaffen gewesen. Ich habe so lange tatsächlich gespielt, bis ich hier die Tür aufgemacht habe. Also danach weiß ich nicht mehr Bescheid. So, und unten links könnt ihr auch sehen, übrigens unsere Waffenfertigkeit. Und jetzt gehen wir hier auf den Körper, denn wir brauchen unbedingt auch noch ein Schema für unsere Brustpanzerung. Zack. Wow. Das war nicht so pralle. Das lief auch ein bisschen anders als geplant. Und ihr seht schon oben unsere Anzeige, da ist in der Mitte so eine Säge zu sehen. So viel Energie brauchen wir mindestens, um was abzusägen. Wir werden gleich auch noch ein bisschen später rausfinden, dass es nicht jedes Mal bedeutet, dass wir auch eine Waffe bekommen, nur weil wir irgendeinen zersägen. Sondern es ist bloß eine so und so hohe Prozentchance. Umso schwächer der Gegner, umso eher ist es auch so, dass wir den auch zersägt bekommen, weil manchmal schlägt das fehl. So, und da haben wir das Brustmodul. So, fehlt uns noch irgendwas? Er hat zum Beispiel auch ein Kopfmodul. Das heißt, das sammeln wir uns hier auch gleich zusammen. Genügend Energie, um den zu zersägen, haben wir ja. Zack, weg war der Kopf. Und da haben wir jetzt auch das Lynx-Kopfmodul. Ist das nice? Wir könnten jetzt quasi schon zurückgehen zum Medbay und uns das aufrüsten. Vorher können wir jetzt aber hier, da wir mit einem Energiekern auf Stufe, ich glaube 12 sind wir ja jetzt, sind, können wir tatsächlich das hier überladen. Den Schaltkreis überbrückt, damit öffnet sich dann die Tür und wir können ins nächste Gebiet. Was ich richtig nice finde. Ich aber würde jetzt gerne mal zurückgehen. Seht auch vielleicht so, die Performance ist jetzt schon wieder ein bisschen besser. Also ich glaube, dass das alles mit so einem... Danke. Mit so einem Day-One-Patch gelöst wird tatsächlich. Das Altmetall behalten wir jetzt erstmal, denn wir müssen an die Montageeinheit. Hier seht ihr schon die neuen Sachen, die wir haben. Da können wir uns jetzt zum Beispiel unseren Helm einmal herstellen, Stufe 1. Nee, können wir nicht. Da fehlt uns ein Kortikalprozessor. Scheiße. Und hierfür fehlen uns Exo-Gerüstteile. Schade, schade. Aber wir könnten uns tatsächlich den anderen Arm herstellen. Würde ich sagen, machen wir das. So. Ne? Und dann haben wir hier quasi unseren zweiten Arm. Da sieht er schon, der bringt halt Verteidigung 8. Und Angriffsgeschwindigkeit geht dadurch ein bisschen hoch. Das ist eine coole Sache. Brustmodul und so weiter und so fort können wir alles noch nicht nutzen. Das macht jetzt auch keinen Sinn, hier die Schrotthaufen aufzumachen. Denn das ist ja nicht das Problem, was wir haben. Das Problem, was wir haben tatsächlich, ist, dass wir nicht genügend Komponenten haben. Aber wir können auch zerstörte Teile mit uns führen. Und da kommt nämlich der Kniffpunkt. Zerstörte Teile ist zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal den Typen mit dieser Kettensägen, mit diesem Kettensägenschwert, was wir mit uns führen, wenn wir den nochmal zerlegen, dann bekommen wir dafür, also wenn wir nochmal auf die Waffe gehen, ne, bekommen wir dafür tatsächlich dann irgendwelche Komponenten, da wir die zerstörte Waffe mit uns führen. Und so muss man bloß rausfinden, okay, welche Sachen geben denn welche Komponenten. Und wenn du das alles weißt, dann bist du hier schon ganz gut unterwegs. Und ihr seht schon, unsere Waffenfertigkeit, die steigt und steigt und wir sind bald auf Stufe 2. Und dann kriegen wir auch da einen kleinen Boni. Ja, das war's aber schon wieder mit dieser Folge. Ist schon wieder gerannt ohne Ende. Ich würde sagen, wir gehen hier noch kurz an die Medbay und lagern das letzte Altmetall, was wir noch mit uns führen. Umso weniger schlimm ist es, wenn wir sterben. Ja, und beim nächsten Mal starten wir dann wieder hier mit allen Gegnern wieder da. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Research. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und schreibt mal in die Kommentare Hashtag
Seminenten, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.